Good morning. Ich bin gerade aufgestanden und ich dachte mir, ich mache mal wieder so Tagvloggen. Habe ich glaube schon lange nicht mehr gemacht. Nein, sollte ich mich erinnern. Vor allem in den Ferien habe ich es glaube auch gar nicht gemacht. Wir sind ja gerade in Baden-Württemberg noch Sommerferien. Jetzt auch noch so lang, aber die sind ja noch. Heute ist wieder so ein voller Day und ich dachte mir, let's go, let's film some film. Ja, ich wollte aber ins Gym, aber es kommt jetzt noch kein Zug um 7:30. Der ist vor einer halben Stunde gefahren, da war ich noch nicht wach. Der fährt jetzt erst kurz nach 9, also habe ich jetzt 1,5 Stunden Zeit, hier irgendwas Produktives zu machen, weil ich nicht schon wieder Bock habe, irgendwelche Computerarbeit zu machen, was ich die letzten paar Tage schon gemacht habe. Könnte ich vielleicht das allererste mein Zimmer aufräumen? Like every time in meinen Vlogs. Und dann mache ich ein bisschen Shooting für die Instagram-Seite von Miss Nikki Minisch. Und zwar so Detail-Shooting von den Klamotten. Also, ja. Ihr werdet es nicht sehen, weil ich jetzt mit der Kamera machen, aber ich werde ein bisschen für den Musiki-Shop shooten. Blende euch die Bilder ein, falls ich sie zu dem Zeitpunkt schon bearbeitet habe. Die Sache ist einfach nur, ne, das ist alles Musiki-Shop. Da hatte ich gerade keinen Bügel, aber hier ist ein Bügel, habe ich gerade gesehen, hänge ich später auf. Das ist alles Musiki-Shop, das ist alles eigentlich, was wir shooten müssen, bis auf hier einen kleinen Teil. Sonst müssen wir so gut wie alles shooten. Das hier habe ich auch zum... Fake, nein, 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 nein. Seht ihr das? Ich habe ein Salatdressing gemacht und das einfach meine Brille reingeplant. Okay, top. Das müssen wir so gut wie alles shooten. Ich habe hier auch das ein bisschen eingeplant, dass wir davon... Oh, scheiße, das ist aber aus der ersten Kollektion. Und die erste Kollektion habt ihr komplett ausgekauft. Ich weiß nicht, ob ich von denen noch welche bekomme, aber ich würde die gerne nochmal in den Online-Shop mit aufnehmen. Ja, aber auf jeden Fall aus der ersten und zweiten Kollektion wird alles geshootet mit euch zusammen. Könnt euch vorstellen, das wird auf jeden Fall richtig, richtig krank. Der Vlog wird ultra lang. So, be ready. Es wird noch ein cooler Tag. Ich chill nicht die ganze Zeit zu Hause. Und ich würde sagen, ich trinke jetzt erstmal 10.000 Liter, weil Stay Hydral irgendwas. 1,5 Liter direkt am Morgen erstmal reinpumpen. Mama ist der Partner, sie hat mehr als diese Krone verdient. Karina, guck, heute die halt verheißen. Lass mal schon duschen für dich. Willst du mal aufräumen? Ich habe gerade mal kurz alles aufgeräumt und jetzt wird er geshootet für den Instagram-Account des Merch-Shops. Oh. Währenddessen ich mir jetzt ein Preset erstellt für den Instagram-Shop-Account, frühstücke ich mal ein bisschen, weil ich gehe ja gleich ins Gym. Und dann sollte ich ein bisschen was im Magen haben. Psst. Hi! Leute, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt alle Bilder dafür bearbeitet. Ich muss gerade mal gucken, nicht, dass ich jetzt zu spät loslaufe zum Zug. So gut wie alle. Nein, warte, das sind alle. Das sind alle, die ich gerade gemacht habe. Ich bearbeite, Leute, das sieht so geil aus. Ich freue mich so auf das neue Design vom Sneaky Online Shop. Von der Merch-Seite. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne dran vorbeischauen. Alles klar. Vorbeischauen. Da lade ich auch gleich noch ein Bild hoch. Direkt von eins von denen, die ich gerade gemacht habe. Ich bin unfassbar stolz. Jetzt wären es meine Babys. Ja. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber so sieht es aus. Und ich glaube mal an der Stelle, dass es ein bisschen länger dauert. Ich lasse das hier auf jeden Fall einmal kurz laden. Mache mich jetzt schnell fertig für mein Wasser auf und dann geht's ins Gym. Hab mich auch schon einmal ready gemacht fürs Gym. Psst, psst. Bist du ready? Bock auf Gym? Ja. Kussi. Danke. Und dann würde ich sagen, im Gym filme ich wieder ein bisschen mit dem Handy, weil Kamera too big. Und dann sehen wir uns danach. And you are off my radar now. I've lost you. Tell me that I need you. But you are. So, ich habe jetzt gerade noch schnell geduscht, was gegessen und all das drum und dran. Mir fällt meistens auf, dass ich die Kamera gar nicht mitnehme, sondern eher mit Handy filme. Deswegen werden hier voll viel Handy-Einblendungen gekommen. Deswegen könnt ihr gerne mir mal auf Insta folgen, dann bekommt ihr das alles mit. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen. Ich laufe vielleicht ein bisschen rum wie so ein Assi mit dieser Hose. Aber es ist mir relativ egal. Wir gehen hier nur in den See. Ich habe ein Bikini an. Übel, übel Bock, weil heute sind 31 Grad und ich habe die letzten paar Tage nur an dieser Shooting-Sache gearbeitet und deswegen bin ich gerade so froh, dass ich so einen kleinen Ausgleich bekomme.
try to get a tan, a good tan. Yes, and let's go. Maybe springe ich auch ins Wasser rein. Ich bin in den See noch nie reingesprungen, weil ich noch nie ohne Extensions an dem See war, in der Zeit, wo ich keine Extensions hatte. Und mit Extensions wollte ich da nicht reinspringen, damit die nicht schlecht werden. Vielleicht springe ich heute rein. Wie lange wart ihr gestern noch weg? Ich weiß nicht, was die geballert die hat. Ja, die Typen, die halt da waren, keine Ahnung. Jetzt redest du schon mit Sarah, was sie geballert hat. Das sagt ja. Sarah immer, oh mein Sorry. Gott, du hast zu viel Zeit mit ihr gepuckert. Sie hat sich angesteckt, schaffst du, zieh. Der hasst mich, der Typ. Und der hat sogar Melissa angeschrieben und so. Der schreibt einfach meine Freunde an. Melissa? Der hat Melissa angeschrieben. Echt jetzt? Nachdem ich ein Bild mit ihr gepostet habe, schreibt er sie an und ich dachte mir so, Junge, bist du so traurig, dass du auf meinem Instagram-Account chillst? So, sie so, kennst du den? Ich so, blockieren. Unnötig, so unnötig. Alter, was stimmt bei dem nicht? Ja, wie alt ist der? Mittlerweile bestimmt. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall. Und wie kann es sein? So automatisch? Sich das dagegen hauen? Ja, ich glaube, es geht. Ich glaube, wenn ich so dagegen halte, dass keine Luft rausgeht, dann klappt. Bist du ready für Nicole Power? Warte. Ich bin jetzt gespannt, wie schnell es ist. Man sieht, wenn ich den kann. Warte mal, das klappt so. Das geht wirklich. Das ist Armmuskulatur. Ich war übrigens heute Morgen schon im Gym, gell? Oha. Ich habe immer so motiviert. Dann warte mal ganz kurz. Mein Leben ist einfach motiviert. Okay, jetzt. Eigentlich nicht, aber ja. Ich habe hier das aufgemacht, dann geht's besser. Was aufgemacht? Du musst hier immer... Jetzt kurze Pause, okay? Kurze Pause, warte, das ist kurz gemacht. Jesus Christ, ich bin tot. Tada! Wir haben sie jetzt aufgepumpt. Okay, ich glaube, wir haben jetzt wie viele Minuten gebraucht? Locker 30, oder? Gefühlt 80.000 Jahre. Oder eine Stunde, irgendwie so. Es hat ewig gedauert. Ich habe keine Ahnung, aber das ist mein Reifen und das ist. Chrissy, ich wusste gerade deinen Namen nicht. Ah, du ziehst die an, ich hab auch. Kann ich nicht mit Flip-Flops haben. Und jetzt gehen wir an den See. Ach, warte, ich wollte die Kamera hinten reintun. Ich hab mein Handy noch hier. Handy. Ich hab auch Box dabei, gell? Perfekt. Oh, geil, ich hab Blätter in meinem Schuh. Sehen wir uns später. Tschüss. Hey, if we don't let it go. From the sea. Ey, ich bin so kaputt. Ich mach kurz Promo. MissNikiMinoShop.de, die beste Entscheidung meines Lebens. Nee, ja, genau. Kranke Scheiße, ich hab's geschafft. Super. Hör mal, American Rap. Entschieden. Ich hab's Radio kaputt gemacht. Nein, natürlich. Jetzt machen wir noch einmal das Eis. Warte, ja. Das war's. Oh, okay. Nochmal. Ich komm wieder auf. Oh, oh, ja. Ja. Wenn du das kurz, dass wir später in Ruhe so chillen können. Ich habe übel Rückenschmerzen und ich weiß nicht woher. Hier so, da. Ich weiß nicht wieso. Das Bett vielleicht tatsächlich von einem Mensch, das Bett ist nicht, kann sein. Als ob das jetzt käme. Das ist erst jetzt heute Nachmittag gekommen. Guck mal, ich bin echt knallerot hier. Ich habe, glaube ich, richtig Sonnenbrand. Meine Bäckchen, Schatz, die sind richtig rot. Sieht so aus, als hätte ich so, weißt du, kennst du, wenn man so blush, kennst du doch blush. Genau, rüsch. Hast du mein Ladekabel mitgebracht, Schatz? Mein Kameraladekabel? Wenn nicht, dann... Ja. Was riechst du? Was
riechst du? Was riechst du? Hallo meine Freunde, ich rieche Parfüm. Es riecht nach Maracuja-fruchtig. Maracuja-fruchtig? Ja. Gefällt es dir? Schatz, das ist so ein Billo-Parfüm. Dir gefällt es so. Ich finde das geilste Parfüm, was es hier gibt. Ich glaube, das hat 6 Euro oder so gekostet. Das ist das Beste, was es hier gab. Das riecht gut. Guck mal, Leute, es geht nicht darum, wie teuer etwas ist. Es geht darum, dass es das Beste ist. Und wenn ich jetzt zwischen einem 100 Millionen Euro Parfüm und dem wählen würde, und es kostet 6 Euro und das andere 100 Millionen, ich würde mich zu 100% für das entscheiden. Guck mal, es kommt auf die inneren Werte. Von Bershka ist das, ich dachte schon, Pull&Bear, aber es ist von Bershka. Das ist das, Leute. Und alle Girls da draußen. Ich darf ein Product Placement raus. Ja, Schatz. Midnight Breeze. Es ist das als Typ, wenn man das riecht. Das ist bläuliche, by the way. Da läuft bei jeder Frau hinterher. Boah, das ist so geil. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich schwöre, das ist übertrieben geil. $1 million, mein. Ich bin eine Diva. Kann auch anders sein, mach mich nicht auf Dealer. Weißt du, immer wenn du bei mir in den Videos bist, machst du immer Kamera zu und küsst mich. Die Leute denken auch so, was geht. Ohne Scheiß. Hm? Okay, gut. Nee, ja. Nee, ich glaub dich jetzt. Tschüss. Soll ich dir einen Million holen? Ja, gerne. Wir gehen aber jetzt bowlen. Das wollte ich ja nicht sagen. Die sieht man noch. Die sieht man immer noch, Schatz. Okay. Wir gehen jetzt bowlen mit meiner Schwester, ihrem Freund und noch einem anderen Couple. Couples machen immer was mit Couples. Was machst du mit deinem Arsch? Wir wissen, dass der Ding Bild ist. Das war ein Bild. Okay. Let's go. Couples machen immer was mit Couples, ja, wir Couples sind. Logisch, oder? Ja. Ich bin die Eier. Leute, gönnt euch beim Bowlen. Es gibt eine fucking 5 mit Glitzer. Alter, dein Ernst, wie viel brauchst du hier? Wo ist deine Hand dahin? Back at home. Ich bin kaputt. Schatz, bist du auch müde? Ich bin auch müde. Ich schmink mich jetzt schnell ab und dann gehen wir schlafen. Obwohl, nein, wir gehen noch nicht schlafen. Wir wollen noch eine Runde Netflix schauen, gell? Ja. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Halb zwei. Ich hab's gerade auch gesehen, es ist 2:30. Wir sind um 9:15 losgegangen. Fuck mal, da waren wir lange unterwegs. Ich fand's mega cool, dass wir heute Abend noch rausgekommen sind. So ein bisschen braun. Ich glaube, Billard ist nicht so mein Ding. Ich habe es beobachtet, aber ich traue mich da noch nicht ganz dran. Aber gehen wir weiter schon. Bist du schon fertig? Mhm. I don't know, grad, was mit meiner Kamera abgeht. Ich habe es gerade null im Griff. I'm so sorry. Das war es auf jeden Fall am Tag. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie gut mitnehmen. Auch wenn wahrscheinlich ziemlich viel Handyaufnahmen waren. Aber es war ein sehr privater Tag, würde ich mal sagen, heute. Ich dachte eigentlich, es wird so ein Workday, dass ich viel arbeite, auch für die neue Kollektion. Aber ich habe einfach auch heute Morgen spontan Marcelo angerufen und habe gesagt, hey, Schatz, willst du heute vorbeikommen? Und somit habe ich dann so, wie es auch immer auf Insta ist, ab dem Moment, wo er hier war, wieder kaum gefilmt und so, und ich vernachlässige das alles und ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass es mir weniger wert ist, das alles, nein, aber ich schätze halt die Menschen in meiner Nähe viel mehr. Habe ich schon oft angemerkt jetzt in meinen Videos und ich möchte es auch jedem euch als Ratschlag geben. Schätzt eure Real-Life-Menschen, die euch nahestehen, bitte mehr als die Menschen, denen ihr vielleicht mal auf der Straße begegnet, die Menschen, denen ihr täglich im Internet zuschaut oder ähnliches. Damit meine ich auch, dass wenn ihr mit Freunden chillt, die ihr halt persönlich kennt, chillt nicht die ganze Zeit im Handy und schaut zusammen irgendwelche YouTube-Videos, sondern unterhaltet euch und verbringt Zeit miteinander. Ich weiß, somit mache ich gerade nicht wirklich Werbung für mich, aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft,
Und ich hoffe, ich kann damit ein paar inspirieren. Wir schauen jetzt noch eine Folge Blacklist und dann gehen wir schlafen. Es ist, glaube ich, schon 2:30. Crazy. Und morgen geht's weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, einen schönen Tag euch allen. Tschüss.